Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Vielen Dank. Räum hier auf. Dann sollten wir wohl leben. Jetzt haben wir endlich überzeugt. Ah, okay. Also wir müssen jetzt echt die Leute wegräumen. Wir müssen halt nur zum Haus gehen. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder worum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt.
passen Warum schon auf. Reparierst du es nicht? Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? So naiv. Cool. Hier lang. Nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen. Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Du bist nur ein Staubkorn, ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Okay, er weiß also, dass es sein Vater ist. Hätte ja eigentlich schon gedacht, dass das erst so gegen Ende des Spiels überhaupt rauskommt. Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es zwei Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer, ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten, von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Ja, in 6 Monaten kann man das ja auch nicht alles lernen. Untersuchen wir hier mal. Sieht da gar nichts? Okay, schau, da passiert wirklich was. Hier ist nur ein kahler Raum. Gehen wir nach oben.
müssen wahrscheinlich Rachel suchen. Das ist hier so dieser weiße Punkt. Da war anscheinend ein Bild. Irgendwas hat das hier mit dem Schornstein bestimmt zu tun, dass hier da mein Bild war. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Wieder im Posten. Glotz nicht. Verzeih. Komm weiter.